Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren CO2-Video. Ich habe hier heute Last Minute, bevor der neue Patch einschlägt und mal wieder die ganzen Replays, die ich noch zeigen wollte, kaputt macht, ein Spiel zwischen Insane DevM, seines Zeichens amerikanischer Spieler, hier, der hier, und auf der anderen Seite spielt Theodosius. Und jetzt kommt's, Theodosius, der ist heute auch hier. Hallo. Hallo Fanatic. Ja, das ist ja sehr schön, weil Theodosius ist nämlich auch ein ziemlich guter CO2-Spieler. Und das ist immer gut, jemanden dabei zu haben, der weiß, wie das Spiel funktioniert. Und der auch noch was dazu sagen kann, was er sich in dem Moment, als er das gespielt hat, so gedacht hat. Gell? Natürlich, da werde ich ein paar Takte dazu erzählen. Sehr schön, da wollen wir hin. Dann würde ich sagen, wir lassen es erstmal laufen. Geht's los in 3, 2, 1. Jetzt 11, 12, 13 Sekunden. 14, 15, 16, 17. Wunderbar, sehr schön, da sind wir synchron. Ja, also du spielst am liebsten mit den Vanilla-Fraktionen, habe ich gehört. Korrekt. Vor allem mit Ostern. Vor allem mit Ostair, das heißt, du bist hier also mit deiner Lieblingsfraktion am Start, das kann nur ein Vorteil sein. Natürlich, also wenn man es mag, mit einer Fraktion zu spielen, dann spielt man umso besser. So, und da fängst du direkt mit einem Scharfschützen an. Ist das Standard-Opening von dir gegen US? Na, ich habe so zwei Möglichkeiten. Also entweder gehe ich MG und dann in drei Grants oder von Anfang an einen Sniper. Und ich finde, wenn man so eine vorteilhafte Position hat, das ist hier zum Beispiel Fame und wir Süden, und das stimmt ja bei mir, dann finde ich, kann man gegen Yusef auf einen Sniper gehen. Boah, hier ist ja jetzt ein Durchgang durch den Zaun. Ich werde narrisch. Das ist ja gut. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oha. Jetzt muss man nicht immer drüber klettern. Ja, was der Scharfschütze ja nicht so gut kann. Das ist das Lustige an dieser Mechanik, dass es einfach nicht alle Einheiten können. Aber gut. Ja, sehr schön. Und warum sagst du, dass diese Position für dich jetzt hier gut ist, für den Scharfschützen? Naja, also ich finde, die Sicht zum Fuel ist also zum Treibstoffpunkt ist zum Beispiel ziemlich offen. Da kann man mit dem Scharfschützen sehr gut rübersnipen. Hier zum Beispiel sieht man das jetzt gerade, also auch in diese Richtung. Das ist jetzt keine große Hecke oder sowas. Und auch die Richtung, also Richtung Mitte, ist es auch nicht so zugehackt wie in anderen Karten. Also Schichten ergreifen viel, viel Sicht, viel Möglichkeiten, den Scharfschützen auch zu benutzen. Ja, genau. Und auch der Norden zum Beispiel, also da beim Munitionspunkt und beim Siegespunkt, da ist es auch doch relativ offen, finde ich. Bis auf diese eine Hecke in der Mitte. Und schauen wir mal, den Scharfschütze, was hat er jetzt da? Hat immerhin schon zwei Kills, ist ja schon mal was. Und hat auch mal DFM auf jeden Fall mal mit einem Trupp zum Rückzug genötigt. Er ist, glaube ich, ein bisschen in ein Basis-MG reinmarschiert, ne? Genau, also wenn ich sehe, dass ich zu aggressiv im Sapling gehe, gehe ich einfach so weit zurück, bis meine Basis-MGs auf die Feinde schießen und er sich zurückziehen. Natürlich sehr praktisch. Also Maschinengewehr baust du jetzt selbst nicht, sondern du holst dir noch einen dritten Gren. Genau, ich möchte also die Flanken sichern und notfalls auch ein herankommendes leichtes Fahrzeug auch fausten. Die Möglichkeit steht dir natürlich offen. Also konzentrierst dich dann auch hauptsächlich auf die rechte Seite. Genau, also ich finde, ich spiele Oster eher defensiv. Also ich schaue erstmal, dass ich meinen Siegespunkt kriege, meinen Munitionspunkt und meinen Treibstoff zusammen mit dem Cut-off. Ja, das Ziel ist ja schon fast erreicht. Und ich habe auch einen. Wow! Das ist natürlich richtig bitter. Aber das ist auch so ein bisschen typisch der FM, weil der macht das halt immer so. Der ist so offensiv. Da Ja, verliert er tatsächlich auch mal eine Einheit. der ist wirklich einer der offensivsten Spieler, die ich kenne. Also der pusht die ganze Zeit eigentlich 100%. Das ist richtig krass. Hat er natürlich auch die entsprechende Doktrin hier, die Schützenkompanie. Ja, die ist derzeit die stärkste USA-Doktrin und das wird mit dem nächsten Patch auch noch konsolidiert.
Was tut sich denn da alles? Ich hätte nur irgendwas gelesen mit dem Wert 3. Aber das gilt ja allgemein. War da auch irgendwas, was speziell die Doktrin betrifft? Ja, genau, also der Easy 8, dieser doktrinale Panzer, Ja. der wird auch gebufft. Ach so. Okay, gut. Pff, ja. Das lassen wir dann mal so stehen. Okay, und jetzt sieht man schon, was ich erwartet habe, nämlich dass Steffen auf diesen M20 hinarbeitet. Das macht man immer sehr gerne mit USA, wenn man einen Sniper gegen einen Sniper kämpft. Das wird ja dann auch nochmal interessanter werden nach dem Patch, weil das Ding ja dann 50% Accuracy Bonus oder irgend sowas mit 50% gegen Scharfschützen bekommt. Dann macht das Genau. erst richtig Spaß. Also Anti-Sniper-Play ist dann doch deutlich besser, eigentlich mit jeder Fraktion. So, kommt die Panzer raus, dann ist das Teil erstmal beschäftigt. Genau, das kauft mir Zeit, damit ich einen 222 rauskriege, der auch gerade auf dem Weg ist. Ja, und das ist natürlich der Konter gegen das Gerät. Es sei denn, er steigt gerade aus und hat irgendwie Glück mit der Bazooka. Ich weiß nicht, ist das realistisch? Kriegt die Besatzung einen 222 tot? Also ich glaube, die braucht 3 Schüsse und also wenn sie ihn tot kriegen sollte, dann muss eine Rifleman-Gruppe da wirklich schon eine 188 hinterherwerfen. Hm. Das ist keine Chance. Okay. Ja, und währenddessen hat sich der FM die rechte Seite geholt. Quasi die Gelegenheit genutzt. Ah, und da kommt's auch schon. Wie dafür gemacht, genau in den richtigen Moment. Und auch noch die Panzerfaust, ne? Ja. Das Doofe ist halt, da ist noch dieser Schützentrupp, der natürlich AT-Granaten loswerden kann. Genau, deshalb bin ich doch nicht einfach hirnlos reingegangen. Ja. Gut gesehen. Der Scharfschütze beteiligt sich wieder schön von hinten. Genau, muss bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, mit dem Scharfschützen hinterher schießen, weil die USA wirklich Probleme haben mit ihrer Manpower, vor allem im Late Game, da sind sie ziemlich stark am Bluten. Genau, dieses wunderschöne Manpower-Problem. Von daher gesehen ist der Scharfschütze wirklich eine sehr schöne Einheit gegen die Leute. So, und du gönnst dir jetzt eine Heilung, nehme ich an. Korrekt. Ja, sind ja auch schon ein paar Einheiten ein bisschen angegriffen. Beim Scharfschützen ist das natürlich auch so eine Sache, ne? Nicht, dass der dann auf einmal durch irgendwelche mysteriösen Vorfälle einfach umfällt. Das will man natürlich auch vermeiden. Genau, oder durch hinterhältige Devon Flanks, also Devon flankt wirklich regelmäßig, das werden wir noch später sehen. Ist auch interessant, weil es halt ja nicht unbedingt die Regel ist. Aber im Moment läuft es wirklich ziemlich gut für dich. Das ist ja nun eine sehr gute Kontrolle über die Karte. Genau, und ich führe auch in Siegespunkten. Das kann auch nicht schlecht sein. Ja, das M20 lebt natürlich noch. Das treibt sich jetzt ein bisschen auf der linken Seite rum. Genau, suchen nach einer Möglichkeit, meinen Sniper böse zu erwischen. Davor habe ich immer Angst, wenn ich mit Sniper spiele. Thema Flankieren und so. Das Schöne ist da natürlich auch, er hat hier tatsächlich noch einen Schützentrupp in der Nähe. Das heißt, das AC kann da auch nicht so einfach hinterherfahren. Ne? Genau, also er deckt seinen M20 und ich decke eigentlich meinen AC mit meinen Grenadieren im Endeffekt. Das ist auch ganz interessant. Was ich immer versuche, ist, immer in der Nähe meines Snipers einen Grenadier-Trupp dazulassen, denn man kann ja nie wissen, also das kann ziemlich schnell vorbei sein für den Sniper. Ja, wenn man dann ungünstig abpasst, irgendwie sowas, negative Deckung oder sowas, dann ist er halt auch mal ganz schnell weg. Jetzt schauen wir mal. Ah, der kommt da auch schon. Gierig wie er ist. Aber da steht die Panzerabwehrkanone. Und die Faust. Jetzt steht er echt schlecht da. Aber, ne Nate. Der Nate's getaggt. So, guck an. So, jetzt Und steigt er der. aus. Ja, das Genau. ist okay.
Der M20 ist jetzt weg. Eine Gefahr weniger für den Sniper. Oh, das ist mir gerade ist jetzt aufgefallen, kann ich da kurz was sagen? Ja. Also mein AC, der hätte eigentlich eine 18-8 von den Riflemen abbekommen sollen, aber da ist nichts passiert, merkwürdigerweise. Also, der wurde davon nur halbwesentlich verfolgt. Auf der Hälfte der Strecke ist ungefähr stehen geblieben, die 18-8 ist einfach explodiert, ohne meinem AC Schaden hinzuzufügen. Hab ich eben auch gesehen, die Fähigkeit auch auf jeden Fall im Cooldown. Ja, sagt er jetzt auch, ne? Ein bisschen glücklich. Genau, hier glaube ich meinte er meinen Sniper, also da kam der Lieutenant von der Seite und hat meinen Sniper extrem verwundet. Ah ja, okay. Also sogar zweimal gut gelaufen. Ohne dass ich es gerne. So, jetzt kommt hier die Sunny-Bude auf der anderen Seite der Karte. Auch natürlich, um die Manpower ein bisschen zu schonen. Genau, vor allem als USF, als USA. Das soll sich ja auch ändern, das Teil, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, baut man das, also fährt es irgendwo hin und die Fähigkeit ist aktiv und dann kann sich es halt nicht mehr bewegen, aber man muss nicht mehr dauernd und auf den Knopf drücken. Ja genau, ich glaube, es ist eine passive Fähigkeit, soweit genau, ich das verstanden. Genau, ja, und wenn man die Fähigkeit deaktiviert, kann man halt wieder mit dem Teil durch die Gegend fahren. Ja, weiß nicht, ob man das jetzt zwangsweise gebraucht hat, aber ja, Schaden wird sicherlich nicht, ein bisschen Merkmanagement gespart. Also ich finde diese Veränderung eigentlich ziemlich gut. Nur Schaden tut sicherlich nicht. Das heißt auch sehr interessant, dass der Lieutenant im Hechtsprung zur Seite gegangen, weil ein Pioniertor auf ihn zukommt, aber den Kampf sollte er eigentlich gewinnen. Ich hab ein bisschen viel Angst gehabt. Knapp. Natürlich, also ein Lieutenant gewinnt locker gegen einen Pioniertrupp ohne gar nichts, also ohne Flamme. Ah, sei Dank. Jetzt kommt Stuart noch. Also ist ganz interessant, dass er hat also sowohl M20 und als danach auch noch den Stuart. Genau, also ich habe den schon öfters spielen sehen in COH2 und ich wusste, dass das auf mich zukommen wird. Also dieses leichte Fahrzeugspiel. Mhm. Diese Kombination aus schnellen M20 und dann sofort ein Stuart. Ja. Und natürlich, dass er diesen Commander nimmt, also diese Rifle-Kompanie. Ja, das habe ich, glaube ich, bei ihm auch noch keinen anderen gesehen. Natürlich genau. Jetzt auch die Flammenwerfer, ne, flächendeckend damit ausgerüstet, man sieht das. Das ist halt für DFM ist das genau das Richtige, wenn man offensiv spielen will, dann ist man mit der Doktrin mit am besten beraten. Vor allem, weil die Bar halt nicht so schön ist wie in COH1. Man braucht halt irgendwas, was aus der Bewegung heraus einen ganz guten Schaden macht. Ne? Dass man da richtig aufgestellt. Genau, im nächsten Patch wird die Bar auch gebufft. Also das heißt, die wird, ich glaube, im Gang wird sie dann stärker. Ja, das stand auch, glaube ich, sogar im Extra mit dabei, dass sie ja, aggressive Taktiken fördern wollen, die Jungs von Reddick. Mal schauen, wie weit das funktioniert. Ich bin gespannt. Ich würde mich drüber freuen. Weil das habe ich eigentlich immer sehr gerne gesehen in COH1. Genau, diese ganzen Riflemen, die von verschiedenen Seiten kamen mit ihrem Bars, oh, das fand ja, ich schon so schön. Das war ein schöner Anblick. Weniger für den Wehrmachter, der das abbekommen hat, aber ansonsten immer sehr, sehr, sehr gern gesehen. Ja, und man sieht, ne, das hat ganz gut funktioniert mit den Flammenwerfern und den Fahrzeugen jetzt insgesamt. Da hat sich die Kontrolle von dir über die Karte doch schon etwas reduziert. Genau, also die Flammenwerfer sind auch sehr gut im Nahkampf und hier gibt es ja ziemlich viele Nahkampfgegenden, auch zum Beispiel der Norden. Wenn jetzt Devin hinter der Hecke campt, ich glaube, das macht er auch dann gelegentlich, und meine Grenadiere um die Ecke kommen, die schauen dann blöd, wenn der Flammenwerfer sie anflankt. So, definitiv war. Jetzt haben wir mal hier dieses Brandgeschoss im Scharfschützen. Genau, ich wollte diesen Rückzug da beschleunigen, dieses Rifleman Squad hier. Oh, da hat die Packex mal ganz schön wenig Schaden genommen. Der Scharfschütze schießt die ganze Zeit lang noch, so wie man sich es eigentlich wünschen möchte. Genau, also hier war wieder eine gute Situation, wo ich den Scharfschützen nutzen konnte. Also wo er im Hintergrund einfach gearbeitet hat. So möchte man das ja haben. Siegesmark, die nähern sich jetzt an. Er macht sich's bezahlt, dass du am Anfang ganz gut dagestanden hast, weil im Moment sieht's nicht so gut aus. Hat man einfach ein bisschen Luft zum Atmen. Habe ich aber auch schon häufiger gesehen, dass man halt einfach halt gegen US sehr, sehr weit hinten steht.
ab einem gewissen Zeitpunkt des Spiels und dann halt einfach schauen muss, dass man, ja, dass man diese Phase sozusagen übersteht. Genau, also die schlimmste Phase, und zwar da, wo die ganzen leichten Fahrzeuge kommen und danach im schlimmsten Fall auch noch die Shermans. Ja, mal schauen, das wird sicherlich das nächste Ziel sein. Ja, da haben wir mal wieder einen beschädigten Steward. Und eine Pack, die da im Laufschritt ankommt. Er ja, ist halt doch noch ein bisschen zu schnell wahrscheinlich dafür. Ja. Ja, genau, ich wollte auch nicht. Ich wusste nicht so ganz, was hinter dem Haus war, und da waren tatsächlich also Riflemen. Wenn ich jetzt da weitergegangen wäre, wäre ich weggebraten worden. Ja. Und so eine Pack 40 ist nicht so schön, wenn man irgendwann mal selber Fahrzeuge haben will. Freut sich der Nein. Amerikaner, wenn er sowas hat. Ja, genau, also die Pack 40 ist, ich glaube, die beste Pack des Spiels. Oh ja, ich liebe dieses Teil. Oh, der Knall D oben sieht auch nicht mehr so gesund aus. Wahrscheinlich ein Nate, hm? Ja, genau, oben habe ich da eine Nate gegessen. Na, kommt das Nicht Erzählen ganz. dazu? Ja, mal mindestens zumindest mal wieder eine Siegesmarke. Also im Mid-Game, da achte ich immer darauf, dass ich zumindest eine Siegmarke ab, um das hinauszuzögern, damit ich das Late Game erreichen kann. Denn da finde ich, kann man USF besser bekämpfen. Doch da kommt auch das Bluten wirklich zum Tragen, sozusagen der Bleed, wie man ihn auch nennt. Ja, dieser Manpower Bleed. Und ja, was ist so dein Plan jetzt in der Situation für die nächste Zeit? Genau, also den Treibstoff zu verteidigen, um Tech 3 zu gehen. Oh, ich bin ja schon Tech 3. Ach so, ja, dann spare ich natürlich auf einen Panzer. Also ich wusste jetzt nicht so ganz, welchen Panzer ich hier bauen sollte. Ja, 2x2 Panzer 4, oder? Ah, Stuck. Genau, ich dachte erstmal einen Stuck. Ja, der kleine Jagdpanzer. Genau, der wurde in diesem Sommer ziemlich gut gebufft, sodass er mal wirklich was tut. Also vorher war der eigentlich relativ underused und ich fand den auch nicht so toll. Ja, das schon. Oh, da haben wir wieder einen Full Unit Kill bei DFM gehabt. Oh, und da ist die Revanche. Ja, okay. Auge um Auge, Zahn um Zahn war es hier. Kaum lacht man mal, schon muss man wieder anfangen zu weinen. Ja, und da haben wir wahrscheinlich auch wieder eine AT-Granate, ne? Ja, genau, da ist er auch schon. Ja, da hat er dich jetzt ganz schön vom Feld gedrückt. Ach, jetzt haben wir ja doch Ostwind. Neuer Plan also. Genau, also den Osten habe ich mir jetzt geholt, weil ich mir dachte, ja, ich muss seine Infanterie in den Hecken im Norden vertreiben, damit ich wenigstens diesen Siegpunkt erhalten kann. Und wenn ich noch mehr AT brauchte, also Antifahrzeuge, dann würde ich mir noch eine Pack bauen. Jetzt ist natürlich die Frage, Stuart gegen Ostwind, gewinnt der Ostwind, oder? Das weiß ich nicht so ganz. Ich glaube eigentlich schon, aber der Steward hat diese Fähigkeit, dass er Panzer schocken kann und betäuben kann. Also ich weiß nicht so ganz, ob das funktioniert. Naja, wie sich das dann auswirkt, ne? Das ist eine sehr, eine experimentelle Sache. Und was mich jetzt überrascht, ist, dass Devin wie sich hier ein, also hier nochmal genau ein M8A1 baut, so ein Scott, genau. Ja, so ein Artilleriefahrzeug. Der stimmt, die sieht man auch nicht mehr so oft. Ich glaube, ich habe jetzt eher mit einem Standard-Sherman oder mit einem Easy 8 gerechnet, also. Ja, das sieht man ja auch oft. Das sieht man bei ihm und das sieht man auch bei Armstrong, wenn die mit dieser Doktrin oder mit dem Commander spielen, dann gehen die halt auf den Easy 8. Ja, genau, der Easy-Jet ist wirklich gegen alles gut. Also, das ist ein Allzweck-Fahrzeug, den kann man gegen alles einsetzen. So, nochmal die Panzerfaust. Also, der Steward ist erstmal wieder ein bisschen beschäftigt. Aber jetzt kommt der Captain, um ihn, um einen Offscreen zu vertreiben. Oh, ja, in der Tat. Oh, ne, hier wieder. Reichlich Angriff, jede Menge Jungs mit Flammenwerfern aus diversen Richtungen. Genau, das ist so das typische COH1-Play, was ich von Devin kenne und auch erwartet habe.
Ja, und da ist er tatsächlich. Man steht einfach mal in den Rücken rein und nimmt sich die Panzerabwehrkanone vor, die Pak 40. Das ist schon krass. Ja, ich habe es oben geschafft, den Captain zu töten. Also das ist ein guter Gewinn. Ja. Das ist sehr gut, das habe ich nicht gesehen. Ja, das ist natürlich cool, wenn man den ausschalten kann. Genau, jetzt hat mein Ostwind mehr Freiraum. Und außerdem liegt hier noch eine Bazooka rum, die irgendjemand vielleicht aufnehmen kann. Die habe ich anfangs nicht gesehen, da war ich etwas noch etwas verwirrt durch diese Offensive da. die Tatsache, dass es vor der Basis gerade brennt wegen Phosphor. Genau, ich wollte lieber meinen Sniper erstmal am Leben halten. Ja. Und jetzt baue ich mir eine zweite Panzerabwehrkanone. Zum einen, weil ich. Also, dass ich sehe gerade, Devon war eigentlich schon etwas weiter entfernt von einem Sherman, aber ich habe ja einen erwartet. Beziehungsweise auch fürs Late Game sind die ja nicht schlecht. Und zwei Packshots, also wenn man jetzt zwischen Stewart faustet oder so ein Scott und dann zwei Packschüsse hinterher wirft und die treffen, dann ist er weg vom Fenster. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich meine, nicht umsonst sieht man das auch so oft. Mit der Pack. Es ist halt auch immer ein bisschen schwer einzuschätzen, gerade wenn das jetzt ein intensives Spiel ist. Wie viele Ressourcen hat der Gegner eigentlich? Was kann jetzt wann tatsächlich kommen? Genau. Da das tendieren ja viele dazu, in so einer Situation lieber vorsichtig zu sein, anstelle dann, ja, dumm dazustehen. Genau, also Devon ist zwar auch vorsichtig, aber dafür sehr, sehr aggressiv. Also da, dieser Steward, den manövriert er sehr gut. Der lässt den ganzen Tag hinter Hecken und Gebäuden herumgehen, damit meine Paxi nicht abschießen können. Und gleichzeitig versucht er noch irgendwie den Ostwind rauszunehmen. Das ist schon krass. Jetzt müssen wir den Ostwind natürlich reparieren, also der hat viel zu wenig Leben. Ja, da können natürlich die Pioniere helfen. Reparatur beim Ostheer ist ja jetzt nicht so königlich. Ja, geht schon. Ich repariere erstmal den AC. Das geht schneller und den kann ich dann im Norden ein bisschen einsetzen, um die Riflemen zu vertreiben. Aber ich glaube, das ist ja eh nichts, wie ich gerade sehe. Das ist hier nur ein Scott und ein Steward. So, im Moment ja schon der Dinge, die Riflemen sind eher in der Mitte unterwegs. Na, da hat der FM sich ja auch einen vorgelagerten Retreat Point eingerichtet. Dann Major. Genau. Wenn der Major Veteran 3 ist, dann kann man dieses Gebiet nicht wegerobern, indem er sich festgesetzt hat. Ja, ist auch ein bisschen ärgerlich. Und er bekommt ja auch Veteranenstufen durch Kämpfe, die irgendwie in seinem Umfeld stattfinden, ne? Genau, oder auch wenn er selbst Schaden nimmt, so wie jeder. Ja. Und da ist das MG mal heftig unter Beschuss. Ja, das war eine sehr knappe Sache hier. Dank dem kleinen Waldstückchen da, bin dem davon gekommen. Genau, und ich habe mich jetzt für die, also im Englischen heißt es die Lightning War Doctrine, wahrscheinlich heißt es die Blitzkrieg im Deutschen. Richtig. Genau, entschieden, weil ich mir dachte, ich bin jetzt nicht mehr, also ich kann meinen Treibstoff halten. Ich habe noch einen Siegpunkt, es schaut insgesamt gar nicht so schlecht aus, also meine Armee ist ja sehr stabil. Ich habe jetzt nicht so viel verloren, einen Grenadiertrupp und einmal musste ich das MG recruiten, aber das war jetzt nicht so schlimm. Das heißt, ich hätte jetzt genügend Zeit bis zum Tiger zu kommen und wenn man einen Tiger hat plus diese, wie heißt im Englischen, Stuka Cruise Air Support, also die U87, die kennst du ja, oder? Diese, genau die, also die und Tiger zusammen, die besiegen also ziemlich jede Panzerarmee. Und ich habe ja noch zwei Packs, also das passt ja. Das heißt also, sparen auf den Tiger ist angesagt. Genau. CP sind ja schon da, geht also nur noch um Fuel. Ja, man sieht das jetzt auch. Jetzt kommt auch der Schirm tatsächlich von DevM, aber das ist... Ja doch, das muss ja ein Easy Aid sein. Nee, doch nicht. Das ist ein normaler Schirm. Stimmt, das... Ich bin mir immer nie ganz sicher, ob der den Schirm ersetzt oder ob der nur zusätzlich da reinkommt. Ich mach das jedes Mal falsch. Also ein ganz normaler Schirm in dem Fall. Genau.
Der ist, glaube ich, aber noch ein Eckchen besser gegen die Infanterie, wenn er den Hochexplosiv-Munitionstyp da lädt. Genau, dann ist er besser, aber natürlich viel anfälliger gegen andere Panzer. Weil er sich nicht wirklich wehren kann. Wobei ich die Idee ganz lustig finde, dass man die Munitionsart wechseln kann und dann einen unterschiedlichen starken Fahrzeug quasi bekommt. Ach, guck mal an hier oben, da parkt irgendwie noch eine leere Panzerhaubitze. Genau, also die habe ich selbst übersehen und Devin wahrscheinlich auch für eine lange Zeit, wie ich bei den Kommentaren in der Replay-Section gesehen habe. Sehr interessant. Vor allem steht halt wirklich an der Front. Ja, genau, steht so hinter der Hecke. Also ja. Ich hätte ihn jetzt nicht sehen können durch dieses True Line of Sight. Genau, das System. Und. Oh, jetzt hat Devin noch ein Grenadier. Oh, hier vorne, ja, das war wieder eine Nate, ne? Genau, es war eine Nate. Und ich habe aber genügend Manpower, dass ich mir noch einen Grenadier-Squad leisten kann, also. Das passt schon. Natürlich ist der Veteran weg, also der Veteranstatus, aber. Man braucht hier irgendwie. Field Presence, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, das ist definitiv ein Vorteil, dass du das einfach von der Manpower her leisten kannst, auch mal was zu verlieren. Aber wie du schon sagst, die Veteranenstufen ist natürlich ärgerlich, dass die dann an der Stelle auch flöten gehen. Aber muss man durch. Genau. Kann ich alles haben. Also Scharfschütze auch sehr schön, 40 Kills. Der macht seine Arbeit. Gut gemacht. Ja. Muss ich auch sagen, Devin hat öfters diese Smoke Grenades geworfen, sodass ich nicht wirklich Sichtweite auf seine Rifleman hatte. Das war ziemlich schlau von ihm. Das macht er auch hier die ganze Zeit lang weiterhin. Genau. Also, das macht nicht jeder im USF-Spieler. Das macht nicht jeder. Das ist nicht selbstverständlich. Definitiv, ja. Gut, heißt also mal wieder großes Reparieren in der Basis hier. Genau. Also ich bin ja nicht mehr weit entfernt vom Tiger, nur noch, ja, bei mir, jetzt sind es 12 Treibstoff. Genau. Wir sind immer noch synchron, sehr gut. Das ist gut zu hören. Ja, und damit hat der Amerikaner natürlich von Haus aus einfach ein Riesenproblem. Und das wird sicherlich auch für der FM sehr schwierig werden. Also gerade hat er wieder einen generiert. Boah. Auf dem Retreat, zwei Mann. Schirm-Explosivmunition sei Dank. Ja genau, also die haben sich auch ziemlich eng beieinander gekuschelt, sodass er sie gut treffen konnte. Ja, ja. Ach, das ist eh schlimm. Ich finde das auch immer so schrecklich, wenn auf dem Retreat, wenn man den Befehl gibt und wenn die Einheiten dann kurz nachdem er den Befehl gegeben hat, die gesamte Einheit auf der Fläche eines einzelnen Soldaten steht. Und wenn dann irgendwas einschlägt, ist halt einfach alles tot. Ja genau. Du kannst halt nichts dagegen tun. Das ist schrecklich. Genau, das regt mich auch schon fast seit dem Release auf. Das ist ziemlich schlimm. So, jetzt haben wir die Panzerabwehrkanone in Position und dann endlich mal was in der Hand hier gegen den Kollege Schirm. Genau, aber die hat nicht geschossen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht warum. Die hatte eigentlich Line of Sight. Verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Man weiß es nicht so ganz. Auch ganz nett, dass er hier diesen Trupp, diese Fahrzeugbesatzung vom M20 hat er ja auch schon seit immer. Die setzt ja, genau, da immer wieder gut ein und jetzt nimmt er damit tatsächlich das AC raus. Ja, sehr schön. Genau, jetzt ist das AC weg. Und gleich noch ein Grenadier-Squad von mir bei meinem Treibstoff. Der wird da übel zusammengeschossen, da konzentriert sich halt gerade die gesamte US-Armee drauf. Aber jetzt ist der Tiger auf dem Weg. Ja genau, sozusagen der Erlöser. In diesem Fall. Genau, der Erlöser ist auf dem Weg. Oh, und den brauchen wir jetzt, glaube ich, auch, weil der FM gerade nochmal richtig Musik macht. Der dürfte jetzt auch die Pack hier. Also, er hätte wahrscheinlich die Pack auch leer bekommen. Er hat sie leer bekommen, hätte sie wahrscheinlich auch gestohlen. Und mein Ostwind hätte sie wahrscheinlich auch verhindert, aber ich will ja irgendwie diesen Sherman da wegkriegen. Und jetzt habe ich ihn auch gefaustet und mit Tiger sollte ihn jetzt. Ja, und das ist natürlich die Möglichkeit. Und der FM baut gerade noch einen normalen Schirm. Der sollte den eigentlich jetzt unbedingt abbrechen, weil der ihm natürlich gegen den Tiger gar nichts hilft. Genau, also den würde ich auch abbrechen und lieber ein Easy 8 bauen, das war jetzt schon. Aber da kommt er aufs Feld und tja, was soll man dazu sagen? Die Crew wird sich jetzt auch ihren Teil denken. Ziemlich ungünstig. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat Devin da in diesem Moment nicht so wirklich darauf geachtet, aber jetzt versucht er das Beste daraus zu machen mit diesen normalen, also mit diesen Standard-Schirmen.
Na, schauen wir mal. Also der hat natürlich immer noch irgendwie seinen Einsatzzweck. Man muss halt ein bisschen anders spielen, ne? Man muss dann drauf aufpassen, wo man den hinschickt. Genau, auf jeden Fall nicht gegen den Tiger und nicht in die Range der Pucks, das wäre auch schlecht. Ah, der Tiger schaut einfach mal, was hier so los ist. Du hast dir wahrscheinlich auch gedacht, viel Panzerabwehr wird er jetzt nicht haben. Genau, also ich habe mir gedacht, der hat schon, also hat einen Rifleman verloren, hat wieder ein paar ersetzt und so weiter. Und deshalb wird er jetzt sicherlich keinen AT-Gun haben. Er hat auch natürlich ein paar Panzer gebaut. Genau, ja. Und apropos Panzer, also er hat gerade sein Scott wieder entdeckt und repariert ihn gerade. Sehr schön. Ja, Fahrzeugbesatzung hat er ja noch, praktischerweise. Die kennen sich da eh aus, also das ist in Ordnung. Und ich habe gerade hier einen G42 verloren. Das ist nicht so toll, aber ich glaube, das werde ich wieder kriegen. Ah, hier vorne, ja gut, da ist die gesammelte Panzerhorde angekommen. Hier haben wir übrigens auch mal das Stun gesehen von dem Steward. Genau, es ist ziemlich nützlich, auch wenn man schwere Panzer runter, also zerstören will. Ja, sagen ja auch durchaus einige Spieler, dass es wirklich eine sehr, sehr starke und irgendwo unterschätzte Fähigkeit ist. Ne? Genau, also apropos jetzt wieder Panzer, der Scott wurde ja wieder als Recruit von dieser Veteran 3 Besatzung und jetzt ist er selbst Veteran 2 und auch zur Hälfte eigentlich Veteran 3. Das ist eigentlich relativ nützlich, wenn man seine hohen Veteran-Crews irgendwie bewahren kann. Die könnte man später nochmal gebrauchen. Ja, gerade beim 20 ist es nicht sogar. Oh, der Scharfschütze! Ja, das war. Wow! Das sollte bestimmt nicht auf den Scharfschützen gehen, oder? Ich glaube, es hat er einfach so reingemacht, einfach so random habe ich das Gefühl. Und dann hat er den Scharfschützen Das ist getroffen. ärgerlich. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Das war Aber jetzt ein gut. sehr. Ja, genau. Also das war ein sehr, sehr starker Verlust. Ja. Man sieht natürlich auch, jetzt wo wir gerade von diesem Thema Manpower Bleed auch immer wieder sprechen, man sieht's wieder hier, ne? Also er hat schon Infanterie verloren und ist trotzdem eigentlich ziemlich hart dabei, diese Verluste die ganze Zeit zu ersetzen und muss natürlich jetzt auch einen Jackson mal mindestens einen bauen. Also da ist er schon ganz gut beschäftigt. Das ist natürlich jetzt auch für dich wieder die Gelegenheit, offensiv zu werden, ne? Zusammen mit dem Tiger. Zwar ist eine gute Voraussetzung. Genau, das ist korrekt. Also, wenn er keine wirklichen Long-Range-Anti-Panzerwaffen hat, so wie AT-Guns oder ein Jackson, dann kann ich meinem Tiger und meinem Osmit eigentlich Party machen und seine Panzer, die mich flanken könnten, werden dann von den Pucks angegriffen. Das war jetzt mein Gedanke dabei. Genau, es hat immer dieses. Das ist halt was, was ich an CO2 auch ziemlich schön finde. Man hat eigentlich sehr viel öfter dieses Zusammenspiel zwischen Panzerabwehrkanonen und Panzern. Häufiger als in CO1 im 1 gegen 1. Das ist immer ganz cool. Also ich finde, Panzerabwehrkanonen sind COH1, glaube ich, ein bisschen stärker im Vergleich gegen Panzer, soweit ich mich erinnern kann. Und Panzer an sich, ich weiß nicht, ob die so stark waren. Also Tiger oder Pershing war natürlich stark, aber wie sie so mein Panzer 4 bestellt war, weiß ich gar nicht mehr so. Das ist eine sehr gute Frage. Also, was auf jeden Fall in meinen Augen immer wieder auffällt, ist, dass die ganzen schweren Panzer, jetzt vor allem der Tiger, einfach deutlich beweglicher und schneller sind. Und allein dadurch ist das schon eine ganze Ecke stärker, weil er einfach die Möglichkeit hat, wegzufahren. Und dabei hat er noch nicht mal hier diese Blitzkriegfähigkeit aktiviert. Er ist halt einfach so ganz gut zu Fuß. Ich finde, das macht einfach schon sehr viel aus. Und der macht hier wieder beim Siegesfunk den Smoke Nades, damit ich ihn nicht sehen kann, aber ich benutze jetzt Attack the Ground. Also dem, wie nennt man das im Deutschen? Bodenangriff. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Und da versuche ich ihn jetzt zu vertreiben. Ja, das funktioniert auch. Er wird natürlich jetzt auch auf die Siegesmarken schielen. 380 zu 149, da hat er noch einen Vorteil. Genau, aber das kann sich ändern. Also in COH sind wirklich die verrücktesten Comebacks möglich. Ja, das ist wohl definitiv der Fall, Also ich finde, solange man noch über 100 ist, das finde ich noch sehr optimistisch mit Ostair, solange man noch über 100 ist, von Siegespunkten her gesehen. ja. Oh, da tut's mir wieder das MG zerreißen. Genau, der hat noch eine Granate hinterhergeworfen, um ganz sicher zu gehen. Ja, das ist eine sehr unbeliebte Waffe anscheinend, die will er unbedingt ausgeschaltet sehen. Ja, und wir haben natürlich auch die Panzerhaubitze, die hat auch eine Panzerfaust abbekommen. Und da kommt auch schon der Tiger. Genau, der will die jetzt abfangen, beziehungsweise finishen.
Aber ich hatte ein bisschen Angst vor dem Easy 8, also dass der von der Seite kommt, und er kommt auch tatsächlich. Der andere Schirm stellt sich da auch hin, hat zumindest schon mal die Munition gewechselt. Ja, und da sieht man, beides zusammen kann den Tiger zumindest mal zurückdrängen. Genau, also zumindest verhindern, dass ich overextende. Ah, zum Glück gibt es ja noch sowas wie eine Panzerabwehrkanone. Ist ja mittlerweile auch in Position. Genau, das war mein Vorteil eigentlich das ganze Spielern gegenüber Devin, dass ich da Oh. wirklich. Ja, der ist jetzt Ja, und da war es hinüber. passiert. Und die Ambulanz ist auch weg. Die hat mein Tiger noch gekriegt. Sehr, sehr Selbst gut. Und Motorschaden. das sind natürlich zwei sehr, sehr interessante Abschüsse. Und ohne die Heilung wird das mit dem Thema Manpower sicherlich nicht einfacher werden. Und ja, der EZ-8, der war wichtig. Also eine von den Waffen, das ist noch die beste, um den Tiger zu bekämpfen. Genau, jetzt hat Devin im Endeffekt nichts wirklich, was den Tiger bedrohen könnte. Außer wenn er jetzt das Feuer auf ihn fokussiert mit allem und eine E-T-Net reinmacht, damit ich Motorschaden bekomme. Aber darauf achtet man eigentlich, wenn man so eine Situation ist. Versuchst es aber trotzdem wieder, da lässt sich da nicht mucken und ist jetzt schon wieder dabei anzugreifen. Und verliert einen Schirm dabei, genau. Und verliert einen Schirm hier auf der Flanke, dank Panzerabwehrkanone. Aua! Da kommen die Phosphor-Raketen, Gedöns, Bomben. Bomben ist Genau. das offiziell, okay. Ja, steht Bombe dran. Okay, bei mir steht White Phosphorus Smoke Barrage. Ich weiß nicht, ob es Bomben sind, aber ich nehme es auch mal an, ja. Im Deutschen steht Bombe dran. Ach, ist auch egal. Hauptsache irgendwas von Phosphor. Genau. Also Devin sieht jetzt ein, dass er, ich glaube, einen Fehler gemacht hat in Sachen Antipanzer und baut sich jetzt seine Panzerabwehrkanone, um etwas gegen meine Panzerübermacht zu haben. Ich habe jetzt noch einen Panzer 4 bekommen. Ich dachte mir, es ist das Beste, so einen Generalisten zu bekommen, der überall einsetzbar ist und nicht unbedingt von einem Easy 8 zu Ende verfolgt werden kann. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da wird sich jetzt auch gleich der Steward mit auseinandersetzen müssen. Alles hat recht schnell unterwegs. Insofern gesehen geht das hier noch ganz gut. Genau, also ich würde den jetzt nicht unbedingt verfolgen, denn wenn er mich kurz schwächt und ein AT-Net von den Riflemen kommt, dann habe ich Motorschaden und stehe blöd da. Mal schauen, was er mit der einen Pack rausreißen kann. So extrem gut gegen Tiger ist sie ja von Haus aus, aber er auch nicht. Ja, also dies gegen mittlere Panzer ganz okay, aber gegen Schwede, da prallt der Schuss zu oft ab, meiner Meinung nach. Oh, und der Steward, der sieht gerade ganz schlecht aus. Aber da, zumindest hat sie ja da einen mittleren Panzer gefunden, den sie beschießen kann. Genau, also ich habe meinen Panzer viel lieber zurückgezogen, statt den zu verfolgen. Also ich spiele da lieber sicher als sehr riskant. Wow, aber wenn der Tiger dann in die Richtung schießt, dann ist die Panzerkanone schon in Gefahr. Ah, jetzt kommt doch der Ostwind noch rein. Wenn der einfach Genau, mal jetzt kommt. flankiert, dann ist es natürlich vorbei. Ja. Genau, also den Ostwind habe ich vorgeschickt, weil er ja noch nichts anderes als dieser AT-Gun hatte. Da kann man ruhig mit seinen zwei Panzern vorgehen und die schnell sozusagen, ja, schnell die Crew töten. Ja, auf jeden Fall. Ein Erfolg. Ja, er bräuchte halt einfach mehr als diese eine Panzerabwehrkanone, gerade weil die nicht so gut ist. Ist da zwei eigentlich schon das Minimum. Und dann auch noch Tiger oder sowas als Gegner. Genau, also nicht nur Tiger, sondern auch zwei andere Panzer, ja. Schwierig. Das wird sehr schwierig. Also jetzt schaut es allgemein doch deutlich besser für mich aus als noch im Midgame, in dieser schwierigen Phase, die man überleben musste, wie du ja gesagt hast. Das auf jeden Fall. Aber interessant ist halt, obwohl DFM eigentlich jetzt gerade vom Makro her in einer echt schlechten Position ist, der bleibt einfach nicht in seiner Basis. Er ist dauernd dabei, wieder zu versuchen, irgendwie anzugreifen und irgendwas zu machen. Genau, also vielleicht mache ich ja auch Fehler. Also natürlich jeder macht irgendwie Fehler und das will er ja ausnutzen. Aber ich zeige ihm jetzt nur meine gepanzerte Front, also Panzer, und da kann er mich nur mit dieser AT-Gun angreifen. Das heißt, meine Panzer können seine Riflemen sehr schön vertreiben.
Bin auch ganz schön weit vorgeschoben, die Panzerabwehrkanone. Ist auch nicht bei allerbester Gesundheit, die Besatzung. Wie denn auch anders, es fehlt ja im Moment die Heilungsmöglichkeit. Sogar der Major ist jetzt schon vorne und will hier irgendwie was erobern. Ja, also wenn der US-Spieler schon Major schickt, um zu erobern, dann finde ich, ist das schon ein Zeichen der Verzweiflung. Also das kenne ich auch selbst, wenn ich USF spiele. Oh ja. Genau, und Devin bekommt jetzt seinen zweiten Easy Aid raus, bald. Ziemlich bald. Ja, immerhin etwas. Ah, da ist die Puppe mal wieder Crew. Genau. Wieder mal ein bisschen Bleed. Dann kommt der Schirm aufs Feld. Sollen wir mal schauen, ob er sich nochmal ein bisschen berappeln kann. Vielleicht nochmal schafft, irgendwie Siegesmarken zu halten. Unten hat er ja gerade zurückerobert, aber das ist im Moment auch gerade, ja, wirklich Nebenkriegsschauplatz. Genau, also die richtige Action geht jetzt in der Mitte ab. Dort möchte er jetzt wahrscheinlich, ja, er möchte den Siegespunkt haben und vielleicht von der Flanke kommen, aber die wird sehr, sehr gut geschützt von Panzer 4. Und der Tiger ist ja auch noch da. Und der ist schon Veteran, 29 Kills, was hat er denn? 27 Infanteristen und zwei Fahrzeuge, also nicht schlecht. Ja, der ist auf jeden Fall seinem Anspruch gerecht geworden. Oh, 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 und da war es noch wieder um einen Krenn geschehen. Das ist halt auch, ne? Was man macht, es kann immer mal wieder eine von den eigenen Einheiten erwischen. Ja, genau, also dieser Scott da, der kann Leute in Cover ziemlich gut one-hitten. Vor allem, wenn es nur vier sind, wie die Grants oder die Pioniere zum Beispiel, ja. Na, kommt so ein bisschen die Revanche um Mörser. Genau, der aus dem Mörser ist, finde ich, das ist die solideste Mörser an alten Spiels. Also guter Schaden, sehr gute Nachladezeit, die jedoch genervt wird. Genau, ich wollte gerade sagen, ist ja jetzt auch im Patch Changelog drin. Genau, also ich finde, der Mörser ist ein bisschen zu stark gegen Briten, weil der sie öfters trifft, also doch gute Accuracy. Und die Briten sind ja auch nur zu viert am Anfang. Und wenn sie einen Mann verlieren, ist das sogar noch schlimmer für die als für die USF. Theoretisch gesehen gäbe es dafür ja jetzt sowas wie Target Tables, wenn man sie dann benutzen würde. Genau, also wenn man sie benutzen würde, ist ein Stichwort. Also Cruise, wenn du ihn vielleicht kennst, kennst du Cruise? Bitte? Kennst du Cruise? Oder ja, Cruise, ja, also ich habe schon mitbekommen, dass das zwar im Spiel drin ist, aber dass es nicht verwendet wird. Genau, also ich glaube, die einzige Einheit, für die es verwendet wird, ist die britische AT-Gun. Die macht dann 1,5 mal mehr Schaden gegen Panzer. Großartige Sache, ne? Dafür hat sich das doch gelohnt. Ja, ist halt sehr viel Arbeit. Und der Grund, warum das am Anfang nicht in das Spiel eingefügt worden war, war ja, dass man das relativ DLC-freundlich halten wollte und den Aufwand gering halten wollte. Ja, das sind natürlich auch immer noch Argumente. Ja, also was Devin hier nicht macht, wie mir auffällt, ist diese, die heißt im Englischen Take-Aim-Fähigkeit der AT-Gun, wenn sie Veteran 1 ist, wie ist die im Deutschen? Zielen oder? Zielen, tatsächlich, einfach zielen, ja. Ja, genau, die erhöht die Reichweite, damit könnte man einen Tiger von der Ferne mal ein bisschen nerven, also das hat er zum Beispiel nicht gemacht, wie mir auffällt. Das ist wohl wahr, ja. Haut halt ab und an mal die. Gott. Ich habe keine Ahnung, wie das im Englischen heißen könnte. Was denn? Treibkäfiggeschoss, also die Extra-Munition von der Pack für mehr Durchschlag. Achso, die heißen im Englischen Fire Armor Piercing Discarding Zabbit Run. Okay, also da bin ich auch nicht firm genug in sowas, um das zu sagen können. Ja, 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 gut, gut, gut. Ja, panzerbrechende Geschosse halt. Bla. Genau. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also jetzt schaut es, also ich habe jetzt zwei Mörser gebaut, wie du bemerkt hast, vielleicht bemerkt hast. Und die habe ich gebaut, weil ich mir dachte, ja, wenn er immer seine Smoke-Nades überall macht und mich nicht angreifen kann, dann schieß einfach meine Mörser rein, anstatt dass ich meine Grenadiere jetzt reinschicke und die dann weggeflamed werden. So ist mein Gedanke dabei. Und auch gegen die AT-Gun. Mörser sind ziemlich gut beim die Crewen von AT-Gun. Ja, schauen wir mal. Hier schiebt er erstmal wieder über die Flanke, wie so oft seine Einheiten vor. Und sogar die Panzerabwehrkanone nimmt dieser Bastard hier mit. Das ist unglaublich. Genau, das ist ziemlich dreist und... Oh, und da hat's den... Genau, jetzt ist... Also jetzt wird's richtig eng.
Genau, also Da jetzt kommt hat die er Stuka sich. mit bei. Wow. Ja. 87. Da hat er sich etwas übernommen. Jetzt wird er richtig auseinandergerissen. Also hier geht gerade die Armee von DFM völlig unter. Der Scott auch. Der wurde auch von den AT-Guns umgelegt. Ja, da kommt das GG Wahnsinn. Er hat jetzt gerade innerhalb von 3 Minuten einfach mal alles verloren. Should have done a tank destroyer. Ja, da hat er wohl definitiv recht. Das wär's gewesen. Genau, den hätte er dringend gebraucht. Wow. Das war ein schönes Ende. Aber er Ja. stand natürlich zu dem Zeitpunkt ohnehin schon nicht so extrem gut da. Das muss man natürlich an der Stelle sehen. Genau, wollte wahrscheinlich noch so eine letzte Offensive machen, um zu schauen, ob, ja, kann ich da noch was machen, Genau. aber. Geht noch irgendwie irgendwas. Genau, aber was ich nicht so toll finde, also was er öfters gemacht hat, vielleicht ich auch, aber das ist mir jetzt nicht so ganz aufgefallen, dass er seine Riflemen immer so ganz nah beieinander schickt. So zwei, drei, vielleicht sogar drei Gruppen ganz nebeneinander. Und wenn da ein Ostwind reinschießt oder Panzer 4 oder sogar Tiger, da kommen sehr viele Verluste auf, ja. Ja, der Tiger ist dann natürlich auch ein Stück weit prädestiniert. Der hat 42 Kills, nicht schlecht. Fast Veteran 3. Hammerhart. Ja, der hat auf jeden Fall hier in dem Spiel seine Rolle erfüllt. Definitiv. Der Ostwind ist sogar Veteran 3, also der Panzer 40 überlebt, aber der Ostwind ist Veteran 3. Auch ziemlich cool. Ja, das war auf jeden Fall ein schönes Spiel. Schön zum Anschauen und natürlich noch besser, wenn jemand mit dabei ist, der sich auskennt und der auch sagen kann, der selbst gespielt hat, was er in dem Moment so für Gedankengänge hatte. Das ist aber ziemlich cool. Und ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, dass euch das aufgefällt. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen rumdrehen, tauschen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber ich denke, ich werde das Video vorne ein anderes vorziehen von der Veröffentlichung her. Und dann, ja, hoffe ich, dass es euch gefällt. In diesem Sinne, ciao, ciao von mir.